Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda Breath of the Wild weiter. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Drachen machen soll, aber ist nicht weiter schlimm. Nö, ich nehme das einfach mal so gelinde gesagt zur Kenntnis und frage mich, ob ich da hochkomme. Habe ich noch Ausdauertränke? So ganz blöd gefragt. Ja, habe ich tatsächlich noch. Okay, diverse Ausdauerspeisen habe ich noch. Ja gut. Dann würde ich nämlich dazu übergehen, ganz eventuell dort einfach nochmal hochzulatschen und dann immer in diese Richtung zu gehen, weil prinzipiell müsste ich dann ja eigentlich auf den Schrein stoßen. Das erscheint mir die einzig logische, also das erscheint mir relativ logisch zu sein. Deswegen machen wir das halt auch einfach so. Ist schon in Ordnung. So, hui. Okay. Klettere, wie du noch nie zuvor geklettert bist. Oh, du mein Held. Ich merke, dass ich schon wieder mit dem Spiel nicht aufhören kann, was sehr schön ist. Das ist meine fünfte Aufnahmesitzung an diesem Tag. Ja gut, hab's ein bisschen verteilt, ne? Weil ich zwischenzeitlich dann halt auch ein bisschen was am Haushalt gemacht habe und so. Also ist es nicht so, dass ich durchgängig fünf Videos hintereinander aufgenommen hätte, was dann bis hierhin dann schon mit zwei Stunden gewesen wären, da ich ja halt immer mittlerweile bei einer knappen halben Stunde bin pro Video. Aber naja, doch. Es ist relativ viel Zeit, die ich jetzt mal wieder mit diesem Spiel aufgewendet habe. Und ich bereue nichts. Ich bereue de facto wirklich nichts. So, ihr Lieben. Habt ihr irgendwie was Neues zu erzählen? Irgendeiner von euch wenigstens? Irgendwer? Irgendwann? Irgendwo? Vielleicht? Sag mal, hast du vielleicht eine Karte, Kumpel? Ja, habe ich. Sind auf deiner Karte auch die Zwillingsberge im Norden drauf? Vor langer Zeit war das wohl mal ein einzelner Berg. Der Legende nach hat der Drachengott ihn einst gespalten, um einen Durchgang zu schaffen. Und manch einer will in letzter Zeit auf der Wasseroberfläche hier am Floriasee einen riesigen Schatten gesehen haben. Aber wie viel davon wohl tatsächlich war es, seid ihr eigentlich alle blind? Jede Nacht sehe ich den verdammten Drachen, wie er hier immer wieder denselben Weg entlang. Ach, ist egal. Macht doch, wie ihr denkt. Wisst ihr, also freut euch eures Lebens. Ist alles in Ordnung. Moo. Achso, nee, ihr seid keine Moose. Ihr seid wunderschöne Hottehüs. Wir. Oh, mein kleines süßes Hundipundi. Bubi, dubi, dubi, dub. Okay. Lassen wir das. Hallo, oh, du mein Terry-Händler. Hey! Oh, ihr Besuch ehrt. Oh, was haben Sie denn da? Ist das etwa... Ein Ausdauerkäfer, die sind wirklich sehr selten. Verehrter Kunde, würden Sie mir diesen Ausdauerkäfer bitte überlassen, bevor Sie ablehnen? Ich biete, das ist... Okay. Ausdauermedizin. Danke. Juhu, fantastisch. Sieht man wirklich nicht alle Tage. Also, was hätten Sie denn gern? Oder möchten Sie kaufen? Ich bin sicher, dass auch für Sie, bitte sehen Sie... Holzpfeile. Ein Holzpfeil, gut, davon kann man... Nicht einer. Alle. Gut, da wären wir insgesamt bei 120... Ja, von mir aus. Danke. Oh, tut mir leid. Das ist gerade aus. Bären Sie uns bald wieder. War das jetzt gerade... Nö, ist in Ordnung. Ein Holzpfeil möchten Sie... Ja. Vielen Dank. Oh, tut mir leid. Ja, das ist gerade nicht so. Zitterflügler. Fitkröte. Nee. Seltener Schmetterling zeigt sich nur bei Regen. Ach, werde ich auch noch so finden. Bin ich der Meinung. Ist alles in Ordnung. So, aber verkaufen möchte ich ein paar Dinge. Materialientasche sortiert. Okay, was möchte ich denn alles verkaufen? Was habe ich denn so? Ich habe sehr viele Äpfel, die ich... Na gut, ich möchte auch ein bisschen was kochen, ne? Deswegen machen wir mal lieber so. Dann... Aber guck mal hier, ganz viele Bananen, die ich ja wohl mal locker verkaufen kann, ohne dass es mir irgendeiner übel nimmt. Nochmal 130 Rubine. Dann... Und im Folgenden... Jo, keine Ahnung. Hier so ein bisschen Steinsalz. Steinsalz? Oder ein paar Eicheln? Na, können wir alles noch... Das können wir noch alles verwursten und verwerten. Aber hier wird's doch interessant. So, Bernstein. Wie viel möchte ich denn? Ich würde einfach mal spontan 29 Stück davon verkaufen wollen. Macht 870 Rubine. So, das hier ist dann... Nur keine falsche Zurückhaltung. Verkaufen Sie mir was, aber gern doch. Das war mein Eintrittsticket, mein Eintrittsgeld. Das war, ja,
Wir können uns bald unser eigenes Traumhaus kaufen. Leuchtsteine, davon habe ich nicht so viele. Topas, davon haben wir schon ein paar angehäuft. Naja, komm, dann können wir mal 6 Stück von verkaufen, ne? Oh, 1080 Rubine. Stets ein Vergnügen, mit ihnen zu handeln. Tja, wem sagst du das denn? So ein Rhodonit und Saphir, das kann ich noch ein bisschen sammeln. Aber guck mal hier. Bockblinhörner. Davon möchte ich einfach mal 39 Stück verkaufen. Ah, unser Geldbeutel. Es ist so schön. Es ist so ein erhabenes Gefühl vor allem, wenn das auf einmal so viel wird. Also, unser Bankkonto meine ich damit. Über 5000 Rubine. Wo ist eigentlich das Limit bei unserer Rubintasche? Also über 5000 schon mal. Aber darüber hinaus? 9999? Eventuell? Weiß man nicht so genau, ne? So, Schleimgelee kann ich ganz oft und häufig verkaufen. Hier, gelbes Schleimgelee. Das bekommen wir doch auch allenthalben hinterhergeschmissen mittlerweile. Vor allem in dieser Gegend halt. Ja, hier, Flederbeusserflügel. Kann man... Nein, das war's, gut. Nein, nein, ich möchte nicht... Ich möchte nicht einen dämlichen Flügel verkaufen. Ich möchte ein paar mehr verkaufen. Komm, das kannst du nämlich... Dann auch alles mal nehmen. 34 davon. Ja, 68 Rubine haben oder nicht haben. So. Noch was anderes? Holzbündel. Hinoxherz. 80. Das behalten wir alles. Und Holzbündel behalten wir auch. So. Irgendwas, was ich hier noch verkaufen möchte? Oder so? Keine Ahnung, ich habe hier jede Menge Grilledelwild und so. Das könnte ich vielleicht erstmal anfangen zu essen, ne? Bevor ich irgendwas anderes... Dementsprechend, vielleicht muss ich mir gar nicht... Jetzt großartig. Also es besteht jetzt keine akute Notwendigkeit, dass ich irgendwas koche. Ich habe genug Ausdauerkram. Ich hätte sogar ein bisschen Maxi-Medizin, falls ich auf irgendeinen starken Gegner treffe. Sicherlich, ich könnte noch ein bisschen was machen. Ich habe sogar 2 Kraftdinger und 2 Abwehrdinger. Ja, wenn ich erstmal was essen will, dann greife ich auf den Kram hier zurück und dann ist gut. So, ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Okay. Ratzepü, Ratzepü. Was zum Geier? Das wollte ich nicht. Verdammt. Warum habe ich jetzt geschossen? Was war das jetzt? Weil jetzt schon wieder der olle Drache unterwegs ist. Morgens um 5? Wie kann das nur sein? Hallo, Opa, guck mal da hinten hin. Guckst du da hinten? Drache, 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 Drache. Interessiert ihn nicht. Interessiert ihn kein bisschen. Ich habe nachgedacht, oder ich habe überlegt, von mir war nicht so ganz klar, warum die ganzen Leute hier schlafen. Aber okay, ergibt Sinn. Es war also sehr, sehr, sehr früh am Morgen und jetzt sind sie auf einmal... Jetzt sind sie auf einmal alle weg. Juhu, Leute? Leute? Wo sind hier jetzt alle hin? Das Mädchen müsste ja wieder bei den Pferden sein. Theoretisch. Aber ansonsten... Wieder eine Menge Sachen, die man einsammeln kann. Oh, was haben wir denn? Hier. Wehe. Wehe. Na, knapp, na, knapp, knapp, na, okay. Alles klar. Gehen wir gleich hin. Gehen wir gleich hin, gehen wir gleich hin. Ach, es war ja so klar. Okay. Holzschild. Die Wasserfälle, die in den Floriasee strömen, sind eine wahre Pracht, oder? Oberhalb des großen Wasserfalls ist irgendetwas Seltsames zu sehen. Es ist allerdings schon etwas kleiner geworden und leuchtet auch nicht mehr so stark. Ja... Okay. Hast du einmal auf die Wasserfälle am Floriasee geachtet? Insgesamt gibt es 10 Stück, große und kleine. Jeder von ihnen ist einzigartig und verdient ein wenig Aufmerksamkeit. Okay, gut zu wissen. Naja. Ich kümmere mich dann mal um den absolut leicht zu entdeckenden Schrein. Den ich theoretisch auch beim letzten Mal schon hätte finden können, müssen, sollen, wie auch immer. Ach, Ich bin so ein Depp. Der Sai-Uto-Schrein. Hi, hi.
Danke übrigens nochmal für eure Kommentare bezüglich des richtigen Einsatzes des Radars. Ich habe das jetzt ein bisschen besser tatsächlich gecheckt. Dementsprechend ist jetzt auch das Finden der Schreine um einiges einfacher. Also sprich einfach die Tatsache mit dem Radar ist nur aktiv, wenn man sich auch tatsächlich bewegt und wenn man in die richtige Richtung guckt und so weiter und so fort. Wenn man das erstmal begriffen hat, dann ist es einfach. Oder einfacher. Danke dafür. So. Das könnte jetzt also der vierte erfolgreiche Schrein werden. Ich bin gespannt. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Sai Uto. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Im Gleichgewicht. Der Sai Uto-Schrein. Ah. Boink. Okay. Stasis-Modul. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Okay, das war schon mal simpel. Jo, wo will ich jetzt und im Folgenden hin? Gute Frage. Hier unten will ich jedenfalls nicht hin. Den machen wir doch erstmal so. Weil das sieht mir nach Truhe aus. Hallöchen. Was hast du denn für mich? Ein Reiseschwert. Diese Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Dafür ist in einer Tasche... Oh doch, dafür ist Platz. Reiseschwert. Hat danach nicht der kleine Junge gefragt? Vor ewigen Zeiten mal, dem wir begegnet waren in Hateno? Ich glaube ja irgendwie schon. Ich bin mir jetzt auch nicht mal sicher, ob ich schon ein Foto vom Reiseschwert gemacht hatte oder nicht. Deswegen mache ich davon jetzt einfach nochmal. Nö, hatte ich bislang noch nicht. Schön. So, Fackel hat ja auch schon fotografiert. Alles klar. Reiseschwert nehmen wir dann mal so hin. Ja, jetzt müsste ich eigentlich... Es würde sich fast schon lohnen, mal wieder nach Hateno zu gehen. Aufgrund der ganzen... Na, wir könnten mal auch sie eine Quest abgeben mit den Schafen. Na gut, jetzt das Schwert. Dann würde ich mich gerne eigentlich nochmal mit der Hoteldame unterhalten, weil dahinter verbarg sich ja auch noch eine kleine Quest. Okay, jetzt bin ich ein wenig irritiert. Das ist gerade zu einfach. Oh. Wie jetzt? Wo jetzt? Was jetzt? Okay. Interessant. Wie genau stellt ihr euch das denn jetzt vor? Ich hatte bisher... In diesem Schrein gibt es noch nicht so wirklich etwas, was ich bewegen kann, ne? Mit magnetischer Kraft. Was die ganze Sache ein bisschen doof macht. Oder? Wir gucken uns ganz kurz mal um. Magnetmodul? Nö, nö, nö. Sieht jetzt durchgängig eher nicht so danach aus. Ich frage mich jetzt nur zurecht... Ist auch kein Wasser oder so. Ich habe ein Problem. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Ich bin jetzt gerade wirklich... Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Moment. Weil wenn ich das jetzt so einfriere... Ich kann ja immer nur einen Gegenstand einfrieren. Das da oben irritiert mich so ein bisschen. Kann ich... Moment. Blitzstab ist zerbrochen. Das war jetzt nicht so klug, ne? Keine Ahnung, was jetzt passiert, übrigens. Bin gespannt. Passiert gar nichts. Achso, natürlich passiert... Ja. Weil ich hatte jetzt überlegt, ob ich mir so eine Art, Wippe bzw. Katapult bauen kann. Aber ich weiß jetzt noch nicht genau, wie. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie.
Ich könnte natürlich auch versuchen. Nee. Das ist Schwachsinn. Ich weiß nicht wie. Verdammt! Die Truhe kann ich mir nicht zufällig als Hilfe holen, oder? Das konnten wir, glaube ich, noch nie. Doch, theoretisch schon. Okay, interessant. Ist die Truhe schwerer als ich, oder? Wir probieren es mal ganz kurz aus. So. Hoppsala. Oh, du meine Truhe. Oh, du komm mal her. Oh, du bist nicht schwer. Was passiert denn, wenn sie dort... Hoppala. Was ist denn das? Moment. Moment, Moment, Moment. Okay, apropos Katapult und so, ne? So. Komm mal mit. Hoppala. Flupp. Und dann... Okay. Höher, höher, höher. Hui! Okay. Keine Ahnung, also ob das so... Ah, da oben ist... Da oben ist noch eine Truhe. Warum ist da oben noch eine Truhe? Ich will sie haben. Ich will... Wie komme ich... Anders. Genau anders. Wo ist... Truhe! Oh, du mein bester Freund. Soll man das so machen? Ich bin mir unschlüssig. In diesem Spiel ist es ja generell so, au, dass man auf sehr kreative Art und Weise die Schreine so mitunter lösen kann. Dementsprechend täte es mich tatsächlich interessieren, wie ihr eventuell diesen Schrein hier, verdammt, selber gelöst habt. Also, ob ihr da irgendwie eine andere, eine bessere Möglichkeit und Methode gefunden habt. Oder ob ihr es jetzt so genauso gemacht habt wie ich. Oder, ja. Antiker Reaktorkern. Dieser Energiekristall wurde mit Hilfe einer verlorenen Technologie hergestellt. Er soll Maschinen als Energiequelle gedient haben. Unter Forschern ein begehrtes Objekt. Den können wir irgendwo eintauschen. Konnten wir den nicht sogar bei unserer Lieblings... Ja, ja, doch. Den konnten wir bei unserer Lieblings... Wir konnten es bei ihr eintauschen, glaube ich. Aber wir brauchten dafür 3 Reaktorkerne oder irgendwie sowas. Damit wir... Ich weiß nicht mehr, was bekommen. Steht sogar im Tagebuch. Hui! So. Okay. Das war mal ein schöner Schrein. Ja, also wie gesagt, falls ihr das Ganze hier irgendwie anders gelöst habt oder so, dann schreibt es mir gerne bitte. Würde mich interessieren. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Verleihe es mir. Zeige es mir. Warum? Das sieht so komisch aus. Dieser eine Ring, der schwebt. Magie! Die Göttin Hylia ist erstaunlich. Yay! So, das 4. Zeichen der Bewährung. Damit können wir uns unsere Belohnung abholen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Möge sie mir beistehen. Oh ja. Schön. Jetzt fühlt sich das wirklich so ein bisschen an, als ob ich dieses Gebiet hier gründlichst geplündert habe. Oder hätte. Und ja, jetzt können wir vielleicht tatsächlich so langsam aber sicher mal Abschied nehmen von der ollen Dschungelumgebung. Können wir nämlich vorstellen, dass es dem einen oder anderen von euch schon zum Halse raushängt. Dass wir ewig und 3 Tage jetzt hier waren. Mir hängt es nicht wirklich zum Halse raus. Ich bin stolz auf mich einfach, dass ich jetzt so viel hier schon geschafft habe oder so viel hier gemacht habe und so. Also und früher oder später hätte ich es ja sowieso gemacht. Also von daher passt das schon. Ja. Aber was wäre denn jetzt der richtige, was wäre denn, ja, eigentlich ja hier lang, ne? Nicht den Weg entlang, sondern eigentlich müsste ich jetzt wieder hier hoch. Wie lustig. Na gut. Dann. Auf und davon. Über die Berge und, dann jetzt diesmal vielleicht nicht ablenken lassen.
hätte sein können. Ich bin mittlerweile bei allen möglichen Steinen total, naja, misstrauisch. Kann man vielleicht auf eine gewisse Art und Weise verstehen. So, ja, irgendwie über die Berge und dann gehen wir jetzt vielleicht andeutungsweise tatsächlich mal den Weg, den ich ursprünglich für mich ersonnen hatte. Es wäre ja irgendwie gar reizend und nett, wenn wir es diesmal auch tatsächlich schaffen würden, diesen Weg zu beschreiten. Hui! Flupp! Und war das nicht sogar hier, wo ich dümmlich dreinblickend an ein paar Dingsters vorbeigelaufen bin? Mit Dingsters meine ich eigentlich Metallplatten, die ich nicht angehoben habe. Ach, es kann sein. Aber ich mache mich jetzt nicht explizit auf die Suche danach. Oh, was ist das denn? Das scheint ja ein recht schmucker Weg zu sein. Oh! Hat sich was mit so viel Klettern oder so? Kann man ja auch ganz gemütlich einfach nach oben schreiten. Mir wäre es jetzt ganz lieb. Oh! Wow! Ich war gar nicht in dem... Wow, mein Gott! Ich war gar nicht in dem Gebiet hier unten. Weil ich direkt ja... Jo, hier sind übrigens die Metallplatten. Ja. Ich hab dich gesehen, Kollege. Ich hab dich gesehen. Ist alles in Ordnung. Du darfst ruhig... herkommen. Scheiße. Ja. Verdammt. Okay, alles klar. Es scheint ein gleichwertiger Kampf zu sein. Ein sehr gleichwertiger Kampf. Grillgeflügel. Röstbarsch. Noch ein Röstbarsch. Und sonst nichts. Meine Soldatenlanze ist zerbrochen. Jiha! Wie wär's denn mit dem tollen... Nein, Reiseschwert behalten wir. Ja gut, dann nehme ich halt den Bumerang, um den Kollegen hier ein bisschen weich zu klopfen. So zumindest der Plan. Igitt! Ja, verdammt. Ja. Gleich... Bist du Tünnef? Dachte ich zumindest. Röstschleichschnecke. Oh Mensch. Da habe ich schon gegen andere Wesen gekämpft, die um einiges gefährlicher eigentlich sind. Die mir aber nicht so viel Ärger bereitet haben. Na gut. Gehört halt mit dazu. Danke für den Elektrostab. Naja. Ist egal. Gut. Oder war das hier? Wo ich doch... Nee. Ach, ist egal. So, ah. Hier sind ja ganz schön viele von den Dingern. Ja gut, dann schubsen wir die mal lieber allesamt vom Turm weg, hätte ich jetzt gesagt. Wenn das Spiel mich lässt. Wenn jetzt überall so eine Truhe darunter ist, dann okay. Silberner Rubin, 100 Rubine wert. Yay. Weil mein Problem ist jetzt in dem Moment eigentlich... Ich wollte jetzt ungern meinen großen Boomerang dafür verschwenden. Ja, nehmen wir mal die Hellebarde. Ist schon in Ordnung. Düb, düb, düb. So. Sehr viel Power. So. Nur fliegen ist schöner. Hui, oh. Was zum Geier. Okay. Waren die da unten eingekerkert? Scheint fast so zu sein. Was mich jetzt nur irritiert. Ja, ich kann jetzt nicht so richtig in das Loch reingucken. Ich weiß jetzt dementsprechend nicht, ob die da unten alleine waren oder ob sie wenigstens noch eine Truhe bewacht haben. Ne, die waren allein da unten. Ach, verdammt. Verdammt. Sowas kann also auch sein, ja? Sehr interessant. Dass irgendwelche miesen Feinde darunter versteckt warten. Ups. Dein Elektrostab zerbricht gleich. Oh Mann. Hui! Aha. Das wollte ich nicht. Auch wenn es cool aussieht. Ja, jetzt sei nicht so erschöpft, nur weil du so... Oh, jetzt... Ja. Link, du bist so ein... Nee. Hui! Das ist jetzt... Wofür ist das?
Nur damit man den Berg schneller raufkommt? Oder, also, Quatsch, den Berg, den Turm? Könnte gut sein, ne? Weil wenn ich mir das hier so angucke, auf normalem Wege kommt man den Turm gar nicht hoch. Weil, also außer man hat sehr, sehr, sehr viel Ausdauer oder sehr viel Lust, sehr viele Ausdauertränke dafür zu opfern. Das habe ich mir noch gar nicht... Ja, logisch, weil wir ja gleich oben waren. Der hat gar nicht so viele Plattformen. So dass man das gescheit von hier unten aus erforschen könnte. Interessant. So. Dann nutze ich doch mal das Reiseschwert. Mir wird hier gesagt, kurz bevor es den Löffel abgibt, Soldaten-Zweihänder. Nett, nett. Mir wird ja gesagt, wann es zerbricht und ob es zerbricht. Dann höre ich einfach rechtzeitig auf. Das erscheint mir wie die absolut richtige Maßnahme hier in dem Moment. Und scheint auch, ja. Hui! Na, das ist aber schön geflogen. Ja, nee, scheint gut zu funktionieren mit dem Schwert. Hyrule-Pilz, Ausdauerling, nee, ist nix. Ist scheinbar nichts Besonderes hier mit dabei. Ne, und da ist auch nichts. Gut, alles klar. Kurz überlegen. Oh man, die Zeit rennt schon wieder davon. Wo will ich denn jetzt eigentlich... Ja, in das Gebiet wollte ich eigentlich nicht, auch wenn es verhältnismäßig verlockend wäre, den Turm da dann doch irgendwie zu aktivieren. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich dort nicht hin. Ich wollte jetzt erst einmal hier hoch. Ich wollte erst einmal hier hoch. Und das bedeutet, dass ich hier so entlang gehen muss. Dann gehen wir doch einfach mal hier so entlang. Oh. Noch mehr dieser Plattform. Das war... Das... Hier. Warum hatten die so Bock darauf, so viele dieser komischen Dingsters hier zu verteilen? Ich dachte gerade noch. Okay, einen Schlag wirst du ja wohl noch machen können, oder? Ich bin so ein Honk. Ich bin einfach nur ein Honk. Flop. Oh. Hm. Das hätte jetzt eigentlich... Na toll, dann hat es nicht mal was gebracht. Wie ich sagen könnte, das Reiseschwert hat seinen Dienst vollumfänglich erfüllt, aber... So ist das ja einfach nur doof. Flop. Ah. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Weil... Nee, keine Ahnung, warum. Komme ich den Berg so jetzt... Ich müsste den Berg doch jetzt leichter raufkommen, oder? Mal gucken. Hui, ja... Ja... Müsste. Müsste gerade so reichen. Ist das die Ebene, wo der... Nee. Nee, das dürfte die Ebene darüber sein oder so. Will ich hier überhaupt lang, ist die Frage. Na gut, die Alternative wäre gewesen, da lang zu gehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das Ganze hier angeht. Oh. Na, mit euch hätte ich mich schon mal angelegt. Also eigentlich... Aber ist egal. Wenn ich schon mal wieder hier bin. So. Ihr lustigen kleinen Spießgesellen, ihr. Halt. Was machst du denn? Renn doch nicht so bescheuert weg. Und was ist mit dir hier? Weißt du vermutlich selber nicht. Wusste er vermutlich selber nicht. Exile-Bumerang. Noch ein Exile-Bumerang. Yay. Mensch, das hat sich doch mal gelohnt. So, und was hatten die hier für einen Spaß? Ach so. Die haben nur Maxi-Durian-Früchte. Oh, wir haben ganz viele davon. Oh, oh. Ja, können wir uns total freuen. Oh, oh. Na gut. Wenn sie denn meinen, wenn sie denn glücklich waren, dann passt das schon. Genauso wie diese Kollegen hier. Wenn sie denn meinen, wenn sie denn glücklich waren. Stachelbockkeule. Mensch. Jetzt eben gerade war mein Inventar noch gänzlich, naja, fast nicht mehr gefüllt. Und jetzt im nächsten Moment kann ich schon wieder überlegen, was ich hier über den Jordan schicke. Dann halt das. So. Schön. Schöne Stachelkeule. Okay. Hier weiter? Oder nicht weiter? Muss ich eigentlich, wenn ich... Na, kommt drauf an, ne? Hier würde es ja... Also das Karmas-Plateau, da würde es dann ja sowieso wieder runtergehen. Richtung Bito-Tal, da wollte ich ja gehen und mir das ja ein bisschen genauer angucken. Und dann geht es sowieso nur nach oben.
Also, von daher schreiten wir hier munter weiter. Und kommen dann tatsächlich so langsam aber sicher mal in die Richtung, in die ich ursprünglich irgendwann vor geraumer Zeit mal wollte. So, was geht hier so ab? Das sind nur ganz normale Durians, ne? Ja. Ganz normale Durians. Oh. Eine ganz normale Kröte. Nee, Echse. Hat sich eben gerade so komisch angehört. Aber ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ach, den hatte ich sogar schon markiert. Okay. Hat mich gerade gewundert. Da sehe ich in der Ferne doch so ein Schrein. Oh, da muss man doch mal... Muss man doch mal ein genaueres Augenlicht drauf werfen. Was seid ihr denn? In der Tat, was seid ihr denn für komische, leuchtende Dingsies? Seid ihr seltsam? Seid ihr seltsam, ja. Seid ihr wertvoll? Seid ihr wichtig? Seid ihr irgendwas in der Art? Diamant! Der wertvollste Edelstein, der in Hyrule zu finden ist. Sein Funkeln fasziniert die Hylianer schon seit uralten Zeiten und er erzielt unsagbar hohe Preise. Einfach mal so nebenbei. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der Rhodonit wäre schon das höchste der Gefühle. Aber gut, ist dann halt so. Leuchtstein, Feuerstein. Leuchtsteinbrocken. Ach was. Mir war doch so. Okay. Zügen machen. Er sieht auch wirklich, wirklich schön aus. Davon kann man auch mal wirklich ein wunderschönes Foto machen. Ja, seht ihr? Und dann stelle ich schon mal fest, dass sich der ganze Weg hier extrem, extrem lohnt. Das da sieht irgendwie witzig aus, aber tangiert mich jetzt nur so bedingt. Ist nicht mein Gebiet. Karte ist bis dahin nicht aufgedeckt. Ist für mich ein Gebiet, das ich einfach nicht näher erforschen möchte. Mein Boomerang zerbricht gleich. Ja, ich weiß. Oh, schrecklich. Oh, mein Boomerang. Was soll ich nur tun ohne ihn? Bla, bla, bla. Was soll's? So. Renne weiter hier entlang. Noch kurz den Hügel hoch. Und... Oh. Mal wieder ein Wächter? Hatten wir schon länger nicht mehr. Bist du ein stillgelegter Wächter oder bist du ein... Du bist ein sehr inaktiver Wächter, was ich sehr gut finde. Warum sind hier ein paar Wächter? Wenn ich jetzt hier immer weitergehe, dann scheint es ein relativ bequemer Weg zu sein, um irgendwie zu den Zwillingsbergen hochzukommen. Aber da wäre ja noch das Bito-Tal, dem ich noch nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt habe. Hui, hier geht's aber auch ganz schön runter und... Hui, das sieht... Was ist denn hier unten los? Warum ist hier alles so... So karg und so verrottet, vernichtet. Weckt irgendwie mein Interesse. Na gut. Hier weckt so vieles mein Interesse. Das ist mein Problem. Aber egal. Wir haben noch viel Zeit, die wir mit diesem Spiel hier verbringen können. Vorzugsweise aber nicht mehr heute, sondern dann gerne wieder beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich sag jetzt erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.